Hühnchen! So, die Hühner lassen wir mal in Ruhe. Und du bist wahrscheinlich der wunderbare Basil. Einige Leute verbreiten das Gerücht, ich hätte Talon um die Farm betrogen, aber das ist lächerlich. Talon hat alles heruntergewirtschaftet. Ich, der hart arbeitende Basil, habe meine Kraft in die Farm gesteckt. Niemand darf deshalb schlecht über mich sprechen. Du bist scheiße! Verzeihung. Im Vertrauen, eigentlich war es der mächtige Ganondorf, der meine Talente erkannte und mir die Farm überließ. Als Dank werde ich ihm das beste Pferd meiner Zucht als Präsent überreichen. Sag mal, hättest du nicht Lust, eines meiner Pferde zu reiten? Klar, für nur 10 Rubine lasse ich dich reiten. Soll ich dir erklären, wie man reitet? Ja bitte. Nähere dich dem Pferd langsam und stell dich an seine Seite. Mit A steigst du auf. Nutze den Control-Stick, um mit Epona zu traben. Galoppierst du, kannst du mit A die Peitsche aktivieren, um sie noch schneller anzutreiben. Willst du über ein Hindernis springen, galoppiere darauf zu und setze vor der Hürde die Peitsche ein. Ist der Winkel, in dem du auf das Hindernis reitest, zu spitz, verweigert sich das Pferd. Um wieder abzusteigen, halte das Pferd an und drücke A. Viel Spaß beim Reiten. Die Farm dankt. Hehe. Muss ich irgendwas in der Zeit erreichen? Oh yeah! Okay, hier rüber kann man sicher auch irgendwie springen. So, und Mann. Das war ein bisschen doof. Hey, runter vom Pferd. Die Zeit ist abgelaufen. Du hast nur 10 Rubine gezahlt. Okay. Das wollte ich nicht mal. Nein! Versehentliches Spielen einer Musik. Das kann auch ganz oft passieren. Ah, jetzt sind wir aber bei Nacht hier. Und sie singt wieder. Bitte, erzähl Basil nicht, dass ich dieses Lied singe. Wie war denn das jetzt nochmal? Ich wollte nämlich Eponas Lied eigentlich spielen. Oben, links, rechts, okay. Oben, links, rechts, oben, links, rechts. Okay, gut. Ich wollte jetzt wieder Tag machen, aber ich habe irgendwie vergessen, wie der Song ging. Eieieiei. Guck ich mal, was passiert, wenn ich Epona Song spiele. Na da 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 do do.
Reiten, okay. Gut, das kenne ich ja alles schon. Dann mache ich mal nochmal. Wie war das jetzt nochmal? Da, da, da. Du, 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 du. Oh yeah! Jawoll! Anscheinend kriegen wir dafür auch Rubine. Da, 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 da. Ja, Entschuldigung. Entschuldige, Epona. Das wollte ich nicht. Jawohl. Yeah. Ich hab's langsam drauf. Hey, runter vom Pferd. Die Zeit ist rum. Du hast nur 10 Rubine gezahlt. Ja, ja. Hab aber anscheinend jetzt wieder ein bisschen was gesammelt an Geld. Hm. Scheint aber nicht so viel zu bringen, aber wenigstens habe ich jetzt die Controls mit dem Pferd gelernt. Da, 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 da. Ich kann doch irgendwie sicher jemanden zum Pferderennen oder sowas herausfordern. Das wäre so Zelda-typisch. Da, da, da. Dann zum Beispiel Majora's Mask, das kenne ich mittlerweile. Da habe ich 2 Let's Plays zugesehen, beziehungsweise ein Let's Play und einen Livestream. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. So, wir ziehen diese Kiste hier vor. Gehen da rauf. Ah, okay, gut. Dann müssen wir die Kiste theoretisch noch wegziehen. Ja, sorry. Die kann ich auch nicht weiter wegziehen dort. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Dann schieb mal die Kiste dahin. Die Kiste ziehen wir hierher. Ich wusste doch, irgendwas... Irgendwo hatte ich noch was gesehen in meinen Aufnahmen und sowas allem. Ich will doch nur da runter, so. Dann ziehen wir die Kiste hierher. Ich mache mir das wahrscheinlich jetzt unnötig kompliziert, aber das ist mir egal. Hauptsache, ich krieg das hier. Nee, dann kann ich sie ja auch nicht hierher ziehen. Nee, das geht dann nicht. Nee? Ach so, klar. Ah nee, geht ja dann nicht mehr. Muss ich von der anderen Seite schieben. Nämlich dahin. Die Kiste nehmen wir uns hier ran. Dann ziehen wir uns die andere hierher. Dann können wir nämlich die Kiste da hinten wegziehen. Ach, geht der dann auch nicht? Was muss ich denn hier machen? Ich check das noch nicht ganz. Oder die dahin? Die dahin? Kompliziertes Schieberätsel ist kompliziert. Oder eigentlich nicht, aber ich stelle mich nur saudum an. Nee, Moment, dann gucke ich mal. Die dahin. Die kommt erstmal wieder davor. So, die wird... Runter da. So, die... nee, von der anderen Seite muss die geschoben werden. Fragt nicht, was gerade in meinem Kopf vorgeht. Ich weiß nämlich nicht genau, wie man das hier machen muss. Ich will nur hinter die eine Kiste. Da ist nämlich anscheinend da ganz links hinten.
Da scheint nämlich irgendwie ein Eingang oder sowas hinter zu sein. Und da möchte ich jetzt gerade hin. So, dann schieben wir das da hin. Ja, so wird ein Schuh draus. Na, eigentlich wird da kein Schuh draus. Sie stehen nur anders. Aber ich komme auf jeden Fall dann daran, wo ich hin möchte. Und dann hier einmal ziehen. Hau ruck. Hinauf. Kann ich nicht mehr darunter kriechen? Ach, als erwachsener Link kann ich nicht mehr so drunter kriechen. Alles klar, das geht nur als... Super! Ich wollte gerade sagen, ich habe mich also da super reingeglitscht. Gerade eben. Einwandfrei. Yeah. Okay, gut. Das kann ich also nur als junger Link machen. Das heißt, habe ich jetzt verkackt? Kann das sein? Nicht spoilern. Nicht spoilern, ob irgendwie Zeitreisen möglich sind wie in Majora's Mask. Spoilert mir das nicht. Irgendwann wird mir das sicher gesagt. Von daher möchte ich das dann selbst erleben. Also bitte nicht drunter schreiben, ob ja und wie und was weiß ich nicht was. Wehe, das macht jetzt einer von euch. Der kriegt Insta-Block, definitiv. Da, 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 da. Denn ich spiele das hier immer noch blind, das bedeutet zum allerersten Mal. Und nicht, dass ich hier mit irgendwie einer Augenbinde oder so vor dem Spiel sitze und gar nichts sehen kann. Tja, Kokiri, da können wir ja eigentlich hin. Aber ich würde erstmal sagen, wir haben in dieser Folge, beziehungsweise in dieser Aufnahmesession, doch einiges gerissen. Und ich würde dann erstmal sagen, dass ich hier die Aufnahme... Genau, Link, so geht's mir gerade auch. Ich strecke mich auch gerade. Genau. So, dann würde ich erstmal sagen, was ist das mit dieser Folge und Aufnahmesession von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich bin HBK und ich sage Tschüss! Bis dann.